habe den Mund zugemacht und diese Spucke weggeschlagen. Dann hat sie irgendwie so ganz komisch geguckt und ich dann auch so, nee. Ich kriege hier gerade einen Funfact rein, Timo. Mhm. Der Rücki, der ja auch schon bei uns zu Gast war in der 80. Folge zum veganen Kuchen, zum Beispiel, ja. Sagt, Fun Fact, eure 90. Folge Brennpunkt Internet am 1.11. kommt genau am Tag des 90. Geburtstags meiner Oma heraus. Wow. No joke. Wir nehmen gerade auf, Rücki, und das ist ja wohl der beste Einstieg in einen Brennpunkt-Hörerwunsch aller Zeiten gewesen. Dürfen wir denn deine Oma einladen zum Podcast als Gast? Oh, die ist aber Risikogruppe. Brauchst du die Oma noch? Nee, super nice, Mann. Feiert schön Geburtstag. 1.11., na gut, das ist ja noch ein bisschen hin. Aber darum geht es heute ja nicht. Heute geht es eher um nicht so schöne Sachen. Nee, Sachen, die uns unendlich aufregen. Wir ranten heute richtig ab. Ja. Dank eines Hörerwunsches. Ja, der Grey Wolf hat sich gedacht, ey komm, ich will, dass hier mal ein bisschen Hate gespittet wird. Und das sollst du bekommen. Welches ist jetzt dein Glas, Tino? Wir haben nämlich gerade so ein Chardonnay stehen. Mm. Damit wir uns auch richtig schön in Rage trinken können. So, jetzt sind wir besoffen. Jetzt das hasse ich ja auch, wenn Leute so schlürfen. Ja? Ja. Das findest du wirklich schlimm? Es ist manchmal echt nervig. Wusstest du, ich war ja schon mal in Japan. Ehrlich? Du, vielleicht klingt übrigens der Ton heute etwas anders. Wir sind in einem anderen Zimmer. Vielleicht auch in einem anderen Studio. Oder Bernsteinzimmer, wissen wir es? Genau. Keine Ahnung. Vielleicht klingt es etwas anders. Für Grey Wolf reicht's. Danke fürs Kaufen dieses Hörerwunsches. Nein, was wollte ich eigentlich gerade sagen, Tino? Wusstest Schlürfen, du? Ja, Schlürfen. Japan. Japan, genau. Da war ich schon mal. Da ist das ja eigentlich ein Zeichen, dass es dir gut schmeckt, wenn du die Suppe so richtig so... So, also wenn du jetzt hier richtig schön meinen Trinken schlürfst, ja, dann sagst du einfach nur schön. Ah. Schmeckt es dir? Es ist halt Zitrone drin. Zitrone ich kann es dir ja mal zeigen, wie es mir schmeckt. Ich finde das, jetzt wo ich Geschmack habe, das ist echt irgendwie ein bisschen wie Fanta ohne Sprudel. Ist so, oder? Ja. Tatsächlich. Sehr und es ist halt wirklich ganz, ganz, ganz wenig Zucker drin. Also weil, ne, ist ja ganz wenig überhaupt irgendwas drin. Es ist fast nur Leitungswasser. Und Wasser. Ja, genau. Also ernsthaft, wenn Menschen so ganz laut schmatzen und schlürfen oder wenn sie irgendwie sich ein Getränk bestellen, Cola oder so, und die in einem Zug wegtrinken das Glas und dann so, oh, ich hatte Durst. Das will ich überhaupt nicht wissen, weißt du, dieser Ausspruch, oh, ich hatte Durst. Oh, jetzt geht's los. Oder auf Ostdeutsch, ich hatte Durst. Ich hatte Durst, so. Alter. Das kann ich echt nicht leiden, das ist so unelegant und so... Hol einfach, ich mag das nicht. Du willst also, dass die Leute das Glas nehmen, den kleinen Finger abspreizen und sagen, äußerst delikat. Naja, nee, aber gerade so Cola zum Beispiel, ja, oder Bier, das sind ja eigentlich Genussmittel. Und die kann man doch langsam trinken so und das genießen. Aber nein, wenn die jetzt in einem Zug so ein Glas weghauen, ja, ich hatte Durst. Das, okay. Dieser Kombination, ja, das ist unfassbar scheiße. Okay. Ich hasse jeden, der das macht. Persönlich auch. Gut zu wissen, gut zu wissen. Ich mag das nicht so, aber ich würde nicht sagen, dass ich das hasse. Ist okay. Ich kann es tolerieren. Was ich tatsächlich schlimmer finde, ist, wenn Leute mit geschlossenem Mund kauen, sehr nah bei mir, und du übelst lautes Kauen hörst. Ah. Es gibt so ein, zwei Leute, die ich eigentlich auch sehr mag, aber die kauen halt sehr laut. Und das kann, ich habe das noch nie angesprochen, weil das ist halt dumm. Das macht ist auch ein sehr nicht. Sensibles Thema. Ja, genau. Oh, das machst du auch nicht, wie irgendwie Leute darauf ansprechen, dass sie irgendwie dumm lachen oder so. Das machst du halt nicht. Das ist asozial so. Auch wenn es Leute gibt, die sehr nervig lachen. So. Aber also dieses laute Kauen, da kommt mir ein bisschen die Breche. Kommt das vielleicht daher, dass die Menschen so ganz dünne Wangen haben oder so, dass das durchdringen kann? Das kann sein. Weil ich kenne das von meinem Opa, glaube ich, hat auch mal sehr laut gekaut, bei allem, was er gegessen hat. Mhm. Ob es Möhren waren oder ob es irgendwie Nudeln waren, du hast es einfach gehört. Mhm. Meterweit so. Oder wenn du richtig, richtig die Zähne aufeinander ballern hörst, das ist echt eklig. Aber ich würde sagen, du bist halt jetzt mit diesem Essensthema rein. Das würde jetzt nicht, also ich würde nicht sagen, dass ich das wirklich hasse. Dass ich mich das so richtig, ja? Ja? Dass sich das so richtig auf die Palme bringt? Na gut. Naja, also Essen jetzt kauen. Ich hatte Durst! Lautes Kauen nicht, aber dieses, oh, ich hatte Durst. Das regt mich tierisch auf. Ich finde das einfach so primitiv. Okay.
Also das Erste, was ich mir tatsächlich auf meine Liste geschrieben habe im Vorfeld, ich habe ja hier richtig Recherchearbeit getrieben, ja. Ich habe Wind aufgeschrieben. Wind geht mir tatsächlich Wind. hart auf den Sack. Ich habe unter anderem auch Kälte, komme ich gleich zu. Aber insgesamt habe ich dieses Jahr auch festgestellt, zum Beispiel beim Skateboardfahren, da geht mir Wind viel mehr auf den Sack als Kälte, weil das irgendwie so ein konstantes Stresselement ist. Aha. Das ist, wenn du einfach nur durch die Stadt läufst, wahrscheinlich nicht so schlimm. Ja? Habe ich jetzt noch nicht so drauf geachtet. Aber wenn du gerade echt irgendwie versuchst zu skaten, dann hast du auch den Gedanken, so dein Skateboard ist irgendwie windanfällig. Und wenn du jetzt einen Trick Ja. machst, dann fliegt das weg und dann tust du dir weh und so. Ganz schlimm. Also. Ich kenne das nur von, wenn das so aus so Gassen rauskommt, so wo ich mal von dir nach Hause gelaufen bin, da hatte ich übelst den Zug ins Gesicht bekommen, so, und es hat sich so eklig angefühlt. So richtig in die Nase rein und so. Heute ist der Podcast, wo wir uns als übelste Divas outen. Alles ist ganz furchtbar und wir hassen alles und der Trink, böse wenn Wind. Menschen trinken Wind, Ja, wir ist so hassen ganz eigentlich alles. alltägliche Sachen eigentlich, ne? Ja, aber man muss ja hier auch mal abbranden. Man muss sich auch mal Luft machen. Wir werden auch bezahlt dafür. Ja. Darf man nicht vergessen. Danke, Greywolf. Das lieben wir wiederum. Stimmt. Wenn Menschen uns bezahlen. Ja, aber also wirklich, ich will das nochmal betonen, scheiß Wind. Während Und des es wird Skatens nicht aber besser. nur, Es wird nicht besser, ja. weil mit Klimawandel kommen ja auch extremere Wetterverhältnisse. Da wird wahrscheinlich in der Zukunft Windstille schon eher eine Seltenheit sein. Da ist dann Windstille so ein, boah, heute Windstille, boah, Leute, alle raus vor die Tür. Die armen Skater, Ja. die werden aussterben langfristig. Ist echt so. Aber was anderes, was ich auch schon angesprochen habe, Kälte. Ja. Von Jahr zu Jahr wird es schlimmer für mich. Ich sag's, wie es ist. Weil du älter wirst. Das hat mit Alter bestimmt nichts zu tun. Ich hoff's. Nee, aber ey, jeden Winter merke ich es halt mehr so, obwohl ja die Winter theoretisch wärmer werden und auch, na, wahrscheinlich ist es, weil auch kein Schnee da liegt. Wenn es Winter ist und richtig Schnee da liegt, dann kann ich das mehr akzeptieren. Aber wenn es Winter ist und so Mattscheiße oder einfach nur kalt, Und so übelst beißt, eklig kalt, ja. ich meine, wir wollen jetzt echt nicht zu hart abhaten Ich habe darüber, es dass die gestern letzten. gezeigt, schon beim Training, Ja. dass für mich ist Winter anfangen, wenn meine Hände so rau werden. Das habe ich jetzt Wenn gerade. das Ich noch dazu muss die kommt. eincremen ständig. Und das hasse ich ja auch. Und wenn die Hände so eklig sind. So ganz fürchterlich. Und Und meine was ich dir Hände. auch gezeigt habe, zu Ja. Händen, Ah wenn du ja. an den Fingernägeln noch so ein Pippus rechts oder links Ja, hast, so, so und ein das dann kleiner so Hautfetzen. einreißt, genau. Und wenn du es abreißen willst, es geht noch ewig weiter, so, dann blutest du übelst dann auch an dem Finger. Oh, can relate. Das ist ekelhaft. Das sind alles so kleine Sachen. Auch wenn du manchmal Nägel schneidest und hier so eine kleine Ecke vom Nagel noch da ist, Ja. da kommst du manchmal mit der Schere Richtig, nicht ja, so aber es ist ran. trotzdem übel spitz so und willst Ja. es Oh, weghaben. richtig schlimm. Oder egal was du Die tust, was sind ist so egal was gut. du tust beim Fingernägel schneiden, es fliegt irgendwo hin. Weißt du, ich versuche es immer aufzuhalten mit Ist meinem wie Daumen beim und so. Kacken. Ja, egal was du tust, es fliegt dir ins Gesicht früher oder Ja. später. Auch beim Kacken. Nee, aber Fingernägel ist da auch so ein Thema. Auch über Fingerkuppen sind ja auch so ein bisschen sensibel, ne? Die Nervenenden Übelst. sind da. Wenn die frisch geschnitten sind und du Ja. dich kratzen willst, das fühlt sich richtig Oh eklig ja. an, ja. Und was ich auch hasse, das hat meine Mutter früher mit mir gemacht. Da habe ich noch ein Trauma aus der Kindheit, als ich, was weiß ich, 4 oder so war. Nach dem Baden die Fingernägel schneiden. Wenn die noch so, oh, wenn die so weich sind. Oh, mir Stimmt. zieht es gerade alles zusammen, wenn ich daran denke, ey. Stimmt. Nach dem Baden so ein Rundum-Hygieneprogramm halt von Mutter und so. Oh, und dann sind die Fingernägel so weich. Oh, dann lieber ganz, ganz lang. Überhaupt so an den Fußnägeln. Oh, da ganz frisch geschnittene Fingernägel ist auch, Fußnägel ist auch ein bisschen unangenehm. Ja, stimmt. Oh, mir zieht es echt gerade alles zusammen. Es ist so eklig. Oh, okay. Was habe ich als nächstes aufgeschrieben? Kommen wir von den Fingernägeln weg, Alter. Uäh. Ich hatte noch auf dem Weg hierher, fiel mir ein, Wannabe-Misanthropen. Diese Ah, so, oh, ich hasse ich Menschen, hasse Steine alle sind okay. Menschen. Wenn die das Alles in ihrem ist Profil doof. stehen haben und das auch erwähnen, und ich habe ein Problem mit Menschen. Fickt euch, Leute, so, es ist Unfug. Es gibt halt echt Menschen, die haben so eine Soziophobie und so, und die haben ein Problem mit Menschen, aber dieses, oh, ich hasse Menschen, das sind auch die ersten, die heulen, wenn, Ja, und weiß ich die dann nicht, Mitleid wollen. Oh, ja. die dann auf Facebook posten, die nächste Scheiße, Alter. Ja. Leute, mir geht's so schlecht. Was denn los? Frag nicht nach. Genau. Es ist halt ein übelstes Klischee, aber ich sehe das immer wieder. Ich bin jeden Tag maximal eine Minute auf Facebook, ne? Ja. Vielleicht 1,5 Minuten, wenn ich montags oder mittwochs streame und dann einen Post mache zu.
Aber sonst bin ich so wenig auf Facebook. Ich scroll da einmal durch, was ich sehe. Der hässliche Busfahrer, der die ganze Zeit dumme Scheiße übrigens heute ranten. Ja, wir werden wahrscheinlich nicht drum herum kommen, dass Tino irgendwas AfD-mäßiges sagt. Vielleicht, vielleicht. Und diese Posts, diese Klischee-Posts, frag nicht nach. Mhm. Das, ich habe halt damals alle Freundschaftsanfragen einfach angenommen. Demzufolge habe ich jetzt Leute da, mit denen ich vielleicht privat nicht wirklich was zu tun hätte. Ja. Aber Alter, ey, dieses fucking Klischee wird immer wieder bestätigt. Aber schmeiß die alle raus, wenn die irgendwie so Sachen posten wie, oh, die Masken bringen unsere Kinder um und so. Was mich auch nervt, wenn Fake News verbreitet werden auf Facebook, einfach entfreunden, blockieren. Weg sind sie. Ja, ist halt mein Klickvieh, weißt du. Keine Ahnung. Ja, also kann ich ja auch ein bisschen relaten. Also ich kenne auch so ein paar Personen, die so mich als Künstler gefeiert haben und mich deswegen auf Facebook geaddet haben oder auch geliked haben. Aber wenn ich merke, die sind komisch, die sind seltsam, irgendwie rechts oder keine Ahnung oder verschwörungstheoretisch, dann hau ich die raus. Dann will ich die nicht als Fans haben. Ja, ich glaube, der Unterschied ist da auch, weil du hast das mal gesagt, dass du eigentlich relativ viel Zeit noch auf Facebook verbringst oder die Plattform also an sich ganz gut findest. So. Nicht mehr wie vor 2-3 Jahren noch, aber immer noch, ja. Ja. Und mir ist es dann halt egal. Ich sehe das dann 1,5 Minuten, mach dann wieder zu und dann ist vorbei, so. Und deswegen bin ich da nicht so investiert. Aber ich verstehe schon deinen Ansatz, dass du sagst, hier, solche Leute will ich da nicht haben. Aber vielleicht könntest du die ja läutern. Ja, wenn du irgendwann mal einen Post machst, der die zum Nachdenken anregt. Es ist mir jetzt unangenehm, dass Menschen auf den ihr Profil gehen und mich dann in ihrer Freundesliste finden. Adolf Nazidorf ist befreundet mit Tino Ranacher. Wäre halt scheiße. Adolf Nazidorf ist aber ein guter Name. Sehr griffig. Danke. Sehr, sehr griffig. Ja, ich kann vielleicht noch mal kurz zum Skaten kommen. Das ist nämlich tatsächlich für mich ein großer, großer Teil. Ich habe gemerkt, ich finde es richtig nice so, aber da gibt es so 1-2 Sachen, die mich ultra aufregen. Knochenbrüche. Knochenbrüche hatte ich gar nicht mal so oft, aber umknicken mit dem Fuß, das passiert halt relativ oft. Ich würde sogar fast sagen, einmal im Jahr kannst du die Uhr nachstellen, dass du umknickst und dann erstmal einen Monat raus bist. Und es ist halt, ne, du landest auf dem Brett vorne irgendwie und rutschst dann so ab. Ah, okay, verstehe. Und dann knickst du richtig schön um und oh, es ist dann wirklich, du siehst dann so einen Blitz vor Augen, ja. Du weißt, okay, fuck. Und der erste Gedanke ist, scheiße, jetzt irgendwie wochenlang nicht rollen können. Ja. So. Und das letzte Mal, das war ja dieses Jahr, bin ich auch umgeknickt, da bin ich direkt runtergehumpelt zum Weimarhallenpark, hab mir dann meinen Fuß ins Wasser gehalten. Oder weil Fuß das so dick war dann. Genau. Der Knöchel. Ja. Und hab die ganze Zeit nur geflucht. Es war wirklich oh, so die ganze Zeit, weil du denkst echt, oh fuck, jetzt wochenlang nicht skaten. Aber wenn du skaten kannst, dann kommt halt auch so viel Scheiße, die dich aufregt. Die scheiß Assis, die diesen Platz so vermüllen. Ich könnte alle. Die 187er Kinder. Oh, ja, was weiß ich, alles Asoziale, ja. Ich scher die jetzt alle über einen Kamm. Ja, das ist mir scheißegal. Mit Recht. Weil alle, die da vermüllen, das ist wie mit dem hier in der Polizei, die paar schwarzen Schafe. Die schwarzen Schafe, die schwarzen Schafe kontrollieren, nicht kontrollieren, sondern tolerieren. Die sind auch schwarze Schafe. So, und wenn die da diesen scheiß Platz einmüllen, ist jeder mitschuldig, der nicht irgendwie sagt, hier müllt diesen scheiß Platz nicht ein. Wirklich. Mit Recht. Es ist so unnötig. Alter, und jetzt der neueste Streich, ja. Da sind so Juden. Lol. Da sind auf dem Bauhausplatz sind so 2 große Bilder von KZ-Juden. Ja, es sind ehemalige KZ-Häftlinge, die überlebt haben. Genau. So, und die gucken schon übelst traurig auf den Bildern, ja? Also das finde ich erstmal ein bisschen manipulativ, aber egal. Nee, manche schauen auch einfach nur ernst oder auch lächelnd. Das ja, also auch. Die 2, die da sind, auf jeden Fall schauen nicht sehr fröhlich. Egal, die haben unten drin so Steinplatten. Ihr habt doch überlebt, seid dankbar! Nein, oh Gott. Gut, dass Herr Ritter uns nicht zuhört. Okay, also, die haben da diese Steinplatten unten drin, damit die nicht wegwedeln oder weggetragen werden oder so. Und die scheiß Jugendlichen haben jetzt teilweise diese Steinplatten zerwamst, haben die auf eine Flasche einfach draufgeworfen. Ist das Antisemitismus? Nein, das ist einfach nur dumm, aber das ist halt einfach so. Ah, ja. Ja. Ja, okay, beides gleich, aber ja, dumme Leute sind alles Antisemiten. Aber alle. Durch die Bank weg. Das ist halt einfach asozial hoch 10, Mann. Also ich habe früher auch randaliert, aber ich hätte halt nicht irgendwie an sowas rumrandaliert. Also ich dachte wirklich, erst, du regst dich über diese Platten auf, über diese Gesichter von den Überlebenden. Nee, die dürfen da gerne sein. Ja. Einfach nur dieses asoziale Rumrandalieren, Flaschen zerschmeißen. Wie gesagt, ey, ich habe das auch früher gemacht, ja. Und bestimmt bin ich auch heute noch gerne mal asozial irgendwie. Aber nicht so, meinst du? Aber das ist halt so,
fucking reckless in eine falsche Richtung irgendwie. Was für mich dazu zählt, sind diese Leute, die auf den Boden spucken. Ja. Die ganze Zeit, das ist ekelhaft. Das ist einfach nur, also das bringt halt einfach nichts. Ich habe da ein bisschen Verständnis, wenn man wirklich irgendwie mal was im Mund hat oder so, da sag ich jetzt ja, nicht. Einmal was rausspucken, wenn man was im Mund hat, aber das machen die ja ständig. Ja, es ist halt dieses Coolness-Ding, warum auch immer. Ja, so Pfützen ansammeln und keine Ahnung. Boah, ja, das stimmt. Also an der Bushaltestelle auch, oder so. Das ist die räudigste Scheiße von allem, warum? Und das kam auf, also als ich so noch auf der Realschule war, dann haben das so die Ersten gemacht, so in der 6. 7. Klasse, die neben mir saßen und ich habe das nie verstanden. Ja. Und die konnten es mir auch nicht beantworten, was es soll. Pfützen sammeln, Alter. Das gibt's bis heute noch, das sehe ich immer noch in der Stadt. Ja. Und warum? Also ich will es nicht mal akzeptieren, ich will es nur verstehen, ich will wissen, was es soll und ich finde keine Antwort. Das ist ein richtig gutes Thema für Herodes, der mag ja Spucke sehr. Vielleicht kann der uns mal investigativ erzählen, wie er das so hält, wenn Leute da so ein, wie hast du gesagt, eine Pfütze sammeln. Ja. Nee, wir hatten mal das Gespräch, weil ich in einem Theaterstück mal jemanden gespielt habe, also das war Homo Empathicus damals und da wurde ich von meiner Bühnenfrau angespuckt ins Gesicht, quasi. Also nur in der ersten Fassung, als wir noch geprobt hatten. Und dann meinte auch Herr Ruder so, oh, das geht für mich überhaupt nicht. Und da ist mir aufgefallen, wenn mich privat jemand anspuckt, finde ich es auch eklig, aber auf der Bühne habe ich, wie du auch manchmal sagst, beim Film hast du eine ganz andere Hemmschwelle. Und die hatte ich da auch. Und ich fand es fast schon geil, auf der Bühne angespuckt zu werden, weil das irgendwie gerade Sinn macht. Weißt du, ich mache es gerade für eine Kunst vor Leuten und ich will ihre Gesichter sehen, wenn ich angespuckt werde. Ja, wir haben es dann rausgenommen, nice. Vor der Premiere noch, aber ich fand das auch klasse. Aber habt ihr es rausgenommen, weil Publikumsangst oder kam dann Corona oder was los? Ich weiß gar nicht mehr, ob das am Regiewechsel lag, aber irgendwie haben wir es dann einfach nicht mehr gespielt, dieses Stück, also dieses, den Moment, dass sie mich anspuckt. Okay. Es ist einfach rausgelassen worden irgendwann. Ja, also bei Herodes verstehe ich das auch nicht ganz gern, weil es gibt ja vielleicht die eine oder andere Situation sexueller Natur, wo Speichel vielleicht auch eine kleine Rolle spielt und das dann irgendwie so, geh weg. Oder wie läuft das dann ab so? Egal. Das hatte ich mal, dass mir eine in den Mund spucken wollte währenddessen. Ja, okay, sowas meinte ich jetzt vielleicht nicht, aber... Also es ist vielleicht zu viel Information, keine Ahnung, aber sie war halt auf mir so und hat halt so irgendwie so dann angefangen, so einen Faden rauslaufen zu lassen. Ohne Ankündigung? Ohne Ankündigung. Dann hat das dann so in meinen offenen Mund quasi so reinhalten wollen. Da habe ich das so weggeschlagen, die Spucke. Die Frau. Nee, sie nicht. Habe den Mund zugemacht und diese Spucke weggeschlagen. Dann hat sie irgendwie so ganz komisch geguckt und ich dann auch so, nee... Das nicht. Ja, aber also, man sollte vielleicht über sowas vorher reden. Naja, nicht aber immer. Aber vielleicht war es ja im Effekt. Na, nicht immer über alles, aber vielleicht so Sachen, wo vielleicht der Partner das nicht ganz so nice findet, vielleicht kann man das vorher irgendwie andeuten oder so. Hey, Herodes, magst du Speichel? So. Ja, also Spucke, wie gesagt, kommt auf den Kontext an, aber so dieses auf den Boden spucken und diese Pfützen, das finde ich furchtbar eklig. Auf jeden Fall. Und dumm. Wenn es einen von euch gibt, der das macht oder jemanden kennt, der das macht, schreibt uns. Ich will wissen, warum. Ja. Was ist der Sinn dahinter? Wollt ihr einfach einen trockenen Mund haben? Mögt ihr das Gefühl von Spucken? Ich habe den Mundgeruch vielleicht und wollte es dann nicht schmecken. Es kann halt sein, dass es irgendwie mit Rauchen zu tun hat oder so, aber dann denke ich mir, ey, fuck. Es gab auch Nichtraucher, die das gemacht haben. Ja. Keine Ahnung, also ich dachte, dass man dann halt so räudigen Mund hat irgendwie oder dass man übelst suppt. Ach, das wollte ich, Alter. Herodes hat längst abgeschaltet. Spätestens bei deiner Story. ja, Wachs auf dem Brett. Ich bin immer noch beim Skaten, aber es ist ja wirklich eins meiner liebsten Hobbys, ja. Wachs auf dem Skateboard ist ganz, ganz schlimm. Wenn du ein neues Brett hast, ja, und es richtig schön sauber ist, vielleicht kennst du das auch in anderen Bereichen, ja. So. Wenn der Penis schön sauber ist. Ja, wenn der Penis schön sauber ist und auf einmal spuckt dir da eine drauf. Ja, genau. Und dann auch noch Wachs, was du halt nicht abkratzen kannst. Ja. So. Es ist übelst ständig, nervig. Ständig. Nee, also beim Skaten ist es halt so, ich hatte jetzt neulich mit Friedrich erst die Diskussion, wenn du halt eine Kante hast zum dran grinden, die Frage, lieber schneller fahren, damit es besser rutscht, oder lieber einwachsen, damit es rutscht. Und ich sag halt, lieber schneller fahren. Mhm. So, und ja, wird halt immer wieder dann irgendwas eingewachst. Das ist ja okay so, aber wenn man dann einmal verkackt und mit dem Fuß draufsteigt, dann hat man es auf dem Brett. Ich hasse das. Ah, okay, verstehe ich.
Ich hasse das. Aber kennst du das noch von Kerzen? Wenn du manchmal so dieses Kerzenwachs an die Finger gemacht hast, ja, dass du da drauf hast, dann hast du so Fingergruppen mit getrocknetem Wachs drauf. Und auf jeden Fall. Hast du so übers Gesicht gefahren und so über den Arm gefahren. Das vielleicht nicht, aber ich habe mir so eine komplette Hand mal gemacht. Wir waren im Bienenmuseum, so stückweise. Geil. Weißt du, erst so die Finger. Und dann konntest du ja immer ein Stück weiter und dann war es nicht ganz so heiß. Ja. Das war richtig nice. Hatte ich dann hier quasi so die Hand unten Seite, also oben war nicht zu, dann wäre ich ja nicht rausgekommen. Und das hatte ich ewig irgendwie bei mir rumliegen. Das kenne ich so als Übung für Grobmotoriker, wenn die irgendwie Schlaganfall hatten oder so. Dann kann man die auch die ganze Hand in Wachs reintun, so mehrere Schichten Wachs drüber. Dann müssen die das quasi so abschaben, kneten, das Wachs, was oben drauf ist, um die Motorik zu üben. Daher kenne ich das. Okay. Ich kenne das auch nur aus der Sexpraktik. Wachs auf dem Körper. Ja. Ist aber auch so eine Sache, die ich nicht ganz nachvollziehen kann. Soll jeder gerne machen. Mal gemacht, oder? Nee, aber das hat ja wahrscheinlich mit Schmerz einfach zu tun. So. Mhm. Oder es ist ja wahrscheinlich eine sichere Variante von Schmerz. Ja, so. Kerzenwachs, ja, stimmt. Naja, muss nicht, keine Ahnung. Was ich auch hasse, das sehen wir ja aktuell jeden Tag, das ist sehr aktuell, wenn Menschen ihre Masken nicht richtig tragen. Ganz schlimm. Ich hasse es wirklich. Ich spreiz den kleinen Finger ab, aber es ist wirklich ganz, ganz schlimm. Es ist halt so, entweder wissen die, dass sie damit durchkommen, weil es halt irgendwie kein juckt. Also keiner sagt halt, mach die scheiß Nase rein. Oder sie raffen es halt wirklich nicht und beides ist dumm. Also entweder ignorant oder dumm oder beides. Also ich würde dumm halt noch verstehen, wenn die echt glauben, dass halt der Mund geschützt sein muss. Aber es ist halt unlogisch, weißt du? Und es sind garantiert einige Menschen, die machen das absichtlich, weil sie halt dagegen sind. Oder weil sie halt irgendwie drauf scheißen, mich zu schützen. Weil ich trage die auch nicht gerne. Ja, die Masken sind scheiße, die nerven mich auch. Aber ich trage sie, weil ich halt einfach andere schützen will und nicht von anderen geschützt werden möchte. Und dann steige ich in den Bus ein oder gehe einkaufen und sehe Risikogruppe, ja, mit irgendwie, weiß ich nicht, 100 Jahren, die dann die Maske nur über den Mund und über das Kinn tragen. Über das Kinn, ja. Oder unterm Kinn, das ist auf jeden Fall das Beste. Oder eine Frau, habe ich auch mal im Podcast erzählt, eine Frau, die einfach nur ihre Beuge quasi über Mund und Nase gemacht hat die und Armbeuge, ging so einkaufen. Ich dachte, ist die bescheuert? Das ist schon echt dumm. Das hilft doch keinem. Ich habe halt beim Einkaufen zweimal vergessen, meine Maske mitzunehmen und hatte in beiden Fällen glücklicherweise ein T-Shirt und ein Hemd an. Hm. Und habe dann mir, wie ich das zum Ninja auch immer gemacht habe, aus dem T-Shirt halt so eine Skimaske quasi gebastelt. Hm. Aber Armbeuge ist schon advanced. Ist mir auch einmal passiert, dass ich jetzt vergessen hatte, da war ich mit einer Freundin einkaufen. Und da hatte ich das einfach vergessen. Wir haben uns unterhalten so die ganze Zeit und ich habe noch einen Einkaufswagen geholt. Und dann bin ich in den Laden rein, hatte meine Maske gar nicht auf. So. Und erst irgendwie nach 10 Schritten oder so ist mir aufgefallen, oh fuck, ich habe die gar nicht aufgesetzt. Kann mal passieren, ja, aber das machen ja ganz viele absichtlich, die einfach nicht tragen. Und wie reagierst du darauf? Sprichst du sie an, machst du einen auf Korinthenkacker oder versuchst du es zu ignorieren? Ich bin halt selten in der Mut, das zu tun. Ich glaube, das habe ich jetzt schon öfter so festgestellt, wenn ich so zum Beispiel nicht so streamen würde und meine Videos so nicht machen würde, dass du da auch einfach so ein Ventil hast und dann für dich auch einfach mal ganz entspannt ist, einen ruhigen zu machen. Hm. Ich glaube, ich würde diesen Leuten allen permanent auf den Sack gehen. Ja. Einfach nur, weil es mich auch irgendwie erheitert oder weil ich an sich ja gerne auf Fremde zugehe und auch gerne mal provoziere und so, was an der Stelle nicht wirklich provozieren wäre, aber keine Ahnung. Ich glaube, das hätte für mich einen Reiz, aber so sage ich mir gerade irgendwie, das ist mir die Energie gerade nicht wert. Irgendwie. Ich kann die Energie bei anderen Sachen rauslassen. Keine Ahnung. Es gab wahrscheinlich wäre es die bessere Variante, das irgendwie anzusprechen. Ja. Wahrscheinlich würde ich nicht die eleganteste Variante finden, das zu tun. Ich würde es entweder übelst arrogant sagen. Hey, oder Arschloch! Ja. Ich würde halt, Nase rein! Keine Ahnung. Ich würde halt nicht sagen, entschuldigen Sie, es wäre wirklich besser, wenn Sie die Nase reinmachen wollen. Das ist nämlich, das glaube ich, es ist ein Kommunikationsproblem. Das Ding wurde zu oft Maske genannt. Man hätte es die ganze Zeit immer Mund-Nasen-Schutz nennen sollen. Dann wäre es vielleicht ganz irgendwie groß ein bisschen drauf. Ja, aber überall bei der Bahn. Du weißt doch, wie dumme Menschen sind. Ja, ich Dumm. Weiß. Also ich glaube wirklich, dass man das so hätte ein bisschen eindämmen können. Es gab Momente, wo ich mir echt gewünscht habe, dass ich einen anderen Beruf hätte. Ich wäre irgendwie Zugschaffner oder so oder an der Kasse von Rewe oder Aldi, damit ich das den Leuten sagen kann. Ich bediene sie nicht, wenn sie keine Maske tragen. Witzig, deswegen hat Dion seinen Job gekündigt, weil er darauf keinen Bock mehr hatte. Ehrlich? Ach krass. Also wahrscheinlich unter anderem, aber er hat auf jeden Fall gesagt, dass ihn das dieses Jahr hart auf den Sack ging. Aber ich kann es nachfühlen tatsächlich. Ja. Ich kann es voll nachfühlen. Ja,
Ich hätte auf jeden Fall auch keinen Bock drauf, das beruflich zu machen, die Leute darauf hinzuweisen. Doch, ich hätte Bock drauf. Ich will einfach die Menschen nerven und sagen, hier aufsetzen, sonst gibt es keine Bedienung. Oder keine Ahnung. Aber wenn die dann sagen, mein Freiheit, bla. Nein, es gibt Gesetze. Und so. Also dann musst du halt die Polizei rufen oder die wirklich physisch selbst rauswerfen, wenn die sich weigern zu gehen, so. Ist schon dumm, oder? Dann würde ich sagen, es ist ihre Freiheit, sie zu tragen, aber dann müssen sie halt woanders hingehen. So. Sie können ja auch einfach in einen Laden gehen, wo sie hoffen, dass nicht drauf geachtet wird. Ja, in meinem Laden nicht. Du kommst denn dann mit Logik, aber die sagen dann, nee, meine Freiheit. Naja, gut. Masken. Kommen wir mal zu einer ganz anderen Sache, die mir richtig hart auf den Sack geht, was ich so gemerkt habe. Verwandtschaft. Ganz vorsichtig ausgedrückt. Nicht allgemein, sondern... Und das ist auch dieses und letztes Jahr ist mir das nochmal viel bewusster geworden. Da komme ich auch gleich zu, kann ich noch weiter ausholen, wo das alles herkommt. So. Aber wenn ich bei einer Verwandtschaft einen Anstandsbesuch mache, meine Toleranzgrenze ist da so krass zurückgegangen, dass ich da sitze und merke, eigentlich bin ich wirklich nur hier, weil das Verwandtschaft ist und ich aus Anstand hier bin. So. Und es gibt nicht wirklich einen anderen Grund. Ja. Das ist halt von meiner Seite wahrscheinlich irgendwie übelst assi, sowas vielleicht auch überhaupt zu denken. Ja, bevor die Oma stirbt, nochmal Hallo sagen und Tschüss sagen. Ja, aber weißt du, so, ich will jetzt auch nicht irgendwie die Verwandtschaft, die ich da meine, super schlecht reden, ja. Vielleicht ist es nicht so, dass das schlechte Menschen sind, sondern dass wir einfach nicht so kompatibel sind. Ja. So, aber Alter, ich merke halt echt so hart, ich bin dann nach 5 Minuten da und merke schon wieder, dass in mir richtig Aggression hochkommt, weil ich gerade aktiv meine Zeit verschwende. So. Ja. Und das ist auf der einen Seite echt mies, auf der anderen Seite denke ich mir, ja, aber nur weil das jetzt Verwandtschaft ist, muss ich nicht zwangsläufig die super finden oder mit denen unbedingt Zeit verbringen. Das ist echt schwierig. Kann ich nicht ganz relaten. Also ich habe es auch schon mal gehabt, dass ich auf Geburtstagen war von irgendwelchen Tanten und Onkels, von bösen Onkels und wollte eigentlich gar nicht da sein. Und dann hieß es irgendwie erst, ja, wir bleiben nur eine Stunde. Dann sind wir aber irgendwie, weiß ich nicht, bis abends geblieben. Das, bis, als Kind. Das genau, ging als kind, genau. Ja, das ging mir auch auf den Sack. Wir bleiben aber heute ist es echt so, dass ich gerne bei meiner Familie bin. So, tatsächlich. Also ich kann das nicht mehr relaten. Früher schon, heute nicht mehr. Toll, Tino. Mister, ich habe so eine tolle Familie. Guckt mich alle an. Es gab Veränderungen in der Familie, weswegen ich, das besser finde als früher. I see. Ja, aber dieses Gefühl, also ich glaube, das ist wirklich, wirklich mit eins der wo ich wirklich, weil dieser Kontrast so eigentlich, ne, familiär und schön, hier sitzen wir beisammen, schön Kaffee trinken und ich denke so, so, deswegen ist das für mich so ein krasser Kontrast und ich glaube, deswegen wirkt das da noch viel mehr. Also wenn ich jetzt zum Beispiel umknicke, weiß ich, das ist was Schlechtes und es ist okay, wenn ich jetzt sauer bin. Mhm. Aber eigentlich ist okay Verwandtschaft und das ist ja eigentlich was Gutes, aber ich bin sauer so. Und deswegen knallt das für mich so rein. Ja, vielleicht wäre es auch einfach klug, dann zu sagen, nee, ich lasse das jetzt komplett. Oder ich weiß es nicht. Egal. Geht mir bei spontanen Besuch so, wenn jemand irgendwie klingelt und sagt, hi. Schlimm, ja. Ich hasse das, wirklich. Spontaner Besuch oder Anrufe, spontane. Anrufe. Ruf mich vorher an, bevor du mich anrufst. Nee, aber schreiben, irgendwie hast du gerade Zeit oder so. Das ist aber echt so, ne? Also Anrufen war ja früher das Ding. Ja. Wir haben damals auch irgendwie Konferenzschaltungen gemacht, haben stundenlang nur gequatscht, irgendwie zu viert. All sowas. Und heutzutage, ey, ist man der Ottling, wenn man da irgendwie mal anruft, weißt du? Weil es ist ja auch nervig. Schick doch eine Sprachnachricht, die kann ich mir anhören, wann ich will. Oder einfach schreiben. Also selbst Sprachnachricht manchmal. Ja, ich toleriere es bei vielen Leuten so, aber man muss damit rechnen, dass ich es mir nicht anhöre eine Zeit lang. Ja? Ja, Sprachnachrichten aber sind für mich so ein Ding, wo ich sage, es raubt mir einfach meine Zeit. Naja gut, aber andersrum, das Tippen raubt dem Sender halt mehr Zeit. Weil du aber er will halt ja was von mir in der Zeit so. Er will ja mir was schreiben. Ja, aber du sprichst, ja, aber... Ich kenne Menschen, die schicken mir irgendwie, saß voll bei der Arbeit, sowas, ne? Wir hatten gerade die Teambesprechung, wir planen vor heute Abend was mit Freunden und schicken halt Sprachnachrichten in die Gruppe rein und ich kann da jetzt gerade nichts mit entscheiden, weil ich gerade nicht hören kann. Ja, in der Gruppe. Das wissen die ganz genau. In der Gruppe ist es auf jeden Fall schwierig, weil dann kommt ja auch viel, aber ich war jetzt eher so bei einer Sprachnachricht mal von einer Person, das ist ja nicht weiter... Nee, mal, ja, aber es gibt ja Menschen, die machen nur Sprachnachrichten. Ich wollte auch gerade sagen, es ist ein krasser Unterschied, also ich kenne ein paar Leute, die verpacken halt zwei Satz Informationen in einer 3 Minuten Sprachnachricht. Ja, ja.
Also ich mache auch gerne mal längere Sprachnachrichten, dann mache ich vielleicht irgendwelche Albernheiten mit rein, aber dieses drumherum hergelabere kann manchmal ein bisschen anstrengend sein, wenn man halt, wie du sagst, irgendwie nicht so viel Zeit hat. Aber an sich ist es ja auch relativ schnell gehört, ja. Also wenn jetzt stehen würde, ey, ich komme später, wir sehen uns dann da, dann ist das ja nicht schneller gelesen, als die Sprachnachricht ist, oder? Aber ich sitze manchmal im Zug und höre Musik und will mit jemandem korrespondieren wegen einem Treffen oder wegen irgendeiner Absprache. Da muss ich ständig meinen Song abbrechen, weil ich eine Sprachnachricht hören muss. Alter, wenn ich Musik höre auf dem Fahrrad oder auf dem Skateboard und mich ruft jemand an. Der Hass, Alter. Ja. Der Hass. Und dann gleich wieder schlechtes Gewissen, wenn es dann die Mutti ist oder so. Aber echt so, Alter. Ich kann echt nicht losfahren mit dem Fahrrad. Mein Fahrradreifen hinten ist übrigens geplatzt. Das ist auch eine Sache, die richtig schlimm ist. Aber egal. Ich kann nicht losfahren, bevor ich nicht die Kopfhörer aufhabe und Musik anhabe. Ja. Weil ich dann auch wieder das Gefühl habe, ich verschwende meine Zeit. Oder es muss nicht mal unbedingt Musik sein. Kann auch sein, dass ich irgendwie ein Video auf 144p runtergedrosselt gucke. Also höre und irgendwas nebenbei halt laufen habe, aber ich kann sonst nicht aufs Fahrrad, weil ich denke, dieser Weg kann gerade irgendwie effizient genutzt werden. Ja. Und wenn dann ein Anruf reinkommt, wenn ich mir ja gerade was richtig zurechtgelegt habe, schlimm. Ja, darum, also Kommunikation muss echt überlegt sein und bei mir, also bei Sprachnachrichten ist es so, wenn man sie mir schickt, muss man damit rechnen, dass ich sie mir lange nicht anhöre, dass ich bis abends dann im Bett warte, wenn es wenn es wichtig ist, Pech gehabt. Wichtige Sachen werden bei mir per Nachricht geschickt, also schriftlich, damit ich weiß, wenn es dringend ist. Sonst lasse ich mir echt manchmal Zeit. Und ohne Spaß, ich kann dir gerne mal was zeigen. Es gibt eine Person, die hat mir eine Sprachnachricht geschickt, eine relativ lange. Ich sage jetzt aber nicht, welche Person. Ich sag's dann, keine Sorge. Genau, kannst du gerne sagen. Und ich habe ihm, es war am 11.09. Ah, nee, Quatsch, ist der Falsche. Wo ist denn das? Musikbrücke, lalalala, hier. Der ich mir immer noch nicht angehört, so. Na, dann mach das mal heute. Das ist jetzt schon 2-3 Wochen her, so. Und die geht 4 Minuten. Ja. Weil mich das stresst einfach. Mich stressen Sprachnachrichten. Aber das wiederum wäre für mich eine Variante, wenn ich zum Beispiel einfach mit dem Fahrrad zum Einkaufen fahre. Weiß ich, okay, 5 Minuten Zeit. Here we go, Sprachnachricht. Da will ich meine Musik hören oder gar nichts hören. Ich bin da anders. Ich weiß, ich bin da konservativ. Ich bin da sehr konservativ. Ich sehe schon, das Fazit von dem heutigen Podcast wird sein, eigentlich darf man überhaupt nichts machen, weil es allen irgendwie übelst auf den Sack geht, was man tut. Ja. Oder angucken, wenn Menschen mich angucken. Ja, schlimm. Nee, das finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Nee. Aber was ich viel schlimmer finde, sind die asozialen Menschen, die sich aufbocken, einen auf irgendwie Alpha-Tier machen wollen oder was weiß ich. Übrigens, alle Menschen, die dieses Alpha-Beta-Gelaber, also ich habe es jetzt eher ironisch verwendet, aber alle, die dieses Alpha-Beta-Gelaber irgendwie embracen, sind für mich per Definition Beta, weil sie sich so krass drum scheren, wie sie irgendwie ankommen oder ob sie irgendwie halt Alpha sind, dann sind die für mich per Definition schon Beta, wenn die sich da so drüber anscheißen. Laut ihrer eigenen Logik. Ja, auf jeden. So, aber was wollte ich sagen? Die sich da so aufspielen, wenn du sie anguckst. So, das gibt's heutzutage vielleicht ein bisschen weniger, aber kennst du das nicht so, dass du irgendwie einfach nur irgendwo rumguckst, wo ein paar Asis stehen und die eure Blicke treffen sich? Was guckst du mich so an, hast du ein Problem? Ganz oft. Ganz schlimm. Ja, ja. Da muss man ja auch so ein geringes Selbstvertrauen haben, irgendwie, man so leicht angreifbar ist, nur weil man angeguckt wird. Ja. Da muss man guckst du so blöd oder sowas. Alter, da muss man, ich glaube, die Personen finden sich sehr hässlich oder ich weiß nicht, was da los ist. Sehr oft am Theaterplatz, wenn da diese Bänke sind da links, wenn ich vom Güterplatz komme, laufe da vorbei und dann sitzt so eine Gruppe Jugendlicher, Jungs meistens so, und die dann so auf den Boden spucken, eine Pfütze sammeln und so. Und dann gucke ich die halt ganz kurz mal an, weil ich wissen will, ob ich da jemanden kenne. Dann kommt so, ey, was guckst du Spast oder so. Ja. Ich sag mir, Alter, was hast du für einen Komplex gerade? Auf jeden Fall. Ey, ich komme da nicht drauf klar. Das ist halt auch so das Gegenteil von, ich bin super krass irgendwie. Es ist halt primitiv. Ja, wie heißt es, was juckt es die stolze Eiche, wenn das Borstenvieh sich dran reibt oder irgendwie sowas? Ja, ich habe es vor allem hier auch aufgeschrieben als Punkt, einfach nur dumme Menschen. Ja. Aber das hat wohl jeder. Und das Ding ist halt auch, die Definition von dumme Menschen trifft ja auch jeder anders. Übrigens, ist das iDisco oder so von Farin Urlaub? Du bist umzingelt von Idioten. Ja. Ja. So, da bin ich mir bis heute, vielleicht hatte ich dir das auch mal geschickt, Herodes hatte ich das auf jeden Fall auch geschickt,
Ich hör das Album ehrlich gesagt nicht so oft, aber immer mal wieder komme ich da so drüber, so alle paar Jubeljahre, und denke mir so, das ist doch eigentlich aus der Sicht von einer dummen Person geschrieben. So, die dumme Person, die von sich denkt, sie ist super klug und sieht überall nur Idioten. Weil eigentlich, es ist halt die Wahrnehmung, aber eigentlich... Ach so, also die Person ist selber Teil der Idioten sozusagen. Naja, genau. Ja, ja. Es ist aus der Sicht von jemandem Dummen, der überall nur Dumme sieht, aber eigentlich der Dumme ist. So würde ich das interpretieren. Möglich, ja. Weil, also klar, Menschen alleine sind eher clever, Menschen in Gruppen sind eher dumm, aber ich glaube, prozentual ist es jetzt nicht so... Also klar, die Oma von nebenan, die hat halt keine Ahnung von Internet, aber das heißt ja an sich erstmal nicht, dass sie dumm ist. Nee. Ich glaube, was wir eher meinen, ist, dass Menschen vielleicht irgendwie ein engstirniges Weltbild haben, weißt du? Sich dumm verhalten viel eher. Ja, ja, jein. Also, weißt du, was ich sagen will? Ich glaube auch, die wir immer heranholen, die Oma Gerda, genau. Ja, die bald 90 wird, so, die bei Pegida mitläuft. Mhm. Die ist für mich auch per Definition nicht dumm. Die hat wahrscheinlich einfach nur einen relativ begrenzten Horizont, ist vielleicht nie aus ihrem Dorf rausgekommen, das ganze Leben. Ich würde nicht sagen, dass sie per se dumm ist. Das ist für mich die Definition von dumm. Wenn man ja? einen begrenzten Horizont hat und so und nicht weit rauskommt und nicht nachdenkt und sich sein kleines Universum so zurechthält. Und das macht sie ja vielleicht nicht mit Absicht. In ihrer Logik ist keiner ist absichtlich dumm. Ja, okay. Für mich ist Dummheit, wenn man einfach sich nicht informiert, wenn man in einer kleinen Welt lebt. Aber das kann ja trotzdem sein, dass die in ihrem Dorf, kommt da halt nie raus, aber liest halt ganz viele Bücher oder so. Irgendwie, keine Ahnung, die kann ja auch sonst irgendwie einfach clever sein, gutes, schnelles, logisches Denken haben oder irgendwie sowas. Wie wir jetzt Dummheit genau definieren, ist dahingestellt. Aber ich glaube, dass ich persönlich das eher so finde, dass Menschen halt irgendwie... So engstirnig sind und nicht per se das Dumme. Weil, ich weiß nicht, MCM zum Beispiel ist jetzt nicht der allercleverste Mensch. Nicht ganz, nicht aber ganz. Da ist es halt weniger das, was ich meine bei MCM, weißt du? Mhm. So, wenn du verstehst, worauf ich so hinaus will, ohne ihn jetzt zu beleidigen. Das meine ich auch bei diese Hobby-Misanthropen, so, weißt du? Die halten sich für die Tollsten und die sind was Besonderes, sind aber genau wie alle anderen. So. Und tun sich hervor irgendwie und holen immer aus und dichten Sachen dazu, damit sie halt ganz toll wirken, aber sind sie eigentlich überhaupt nicht. Tun so, als wären sie ganz großartig. Oder auch in einem Kontext kann man ja auch dumm sein, dass man irgendwie behauptet, man wäre, ich finde auch gerade kein Beispiel für eine gute Dummheit. Wenn man in einem Bereich arbeitet und man nur große Klappe hat, so, und man sich für eine Fachkraft hält, aber eigentlich überhaupt nichts kann. Mhm. Ja, das ist auch eine Form von Dummheit. Dann bist du nämlich in der falschen Branche und bist nur dort, weil du dort sein willst, aber trägst nichts dazu bei. Mhm. Das kenne ich in der Politik ganz häufig, dass da Menschen sind, weil sie ihr Ego füttern wollen, aber eigentlich haben sie von den Sachen gar keine Ahnung, die sie da eigentlich tun. Ja, und denken, das wäre ja alles so einfach. Auch Schauspielkollegen manchmal, die ich hatte, oder, ja, solche Leute, die sind nur da, weil sie vor der Kamera sein wollen, aber eigentlich haben sie sich mit der Rolle nicht befasst und lernen erst vor Ort irgendwie ihren Text und können es dann irgendwie nicht und spielen überhaupt nicht vernünftig. Das ist für mich auch eine Form von Dummheit. Sachen auf die leichte Schulter nehmen, obwohl es eigentlich viel komplexer ist. Okay, da kann ich direkt überleiten, Tino. Ja. Sachen zu sehr auf die starke Schulter nehmen. Aha, ja. Habe ich, glaube ich, im Podcast auch mal erzählt, weiß ich nicht genau. Also im Stream auf jeden Fall habe ich mich da schon mal drüber aufgeregt. Leute, die ihren Job zu ernst nehmen. Also innerhalb des Jobs vielleicht würde ich eventuell mitgehen. Also ist ja für mich irgendwie klar, dass wenn du da deine voll seriöse Theaterscheiße machst, ja, dass die Leute das irgendwie auch machen müssen. Mhm. Ja, und richtig machen müssen. Aber wenn man sich dabei zu wichtig nimmt, finde ich es ganz, ganz schlimm. Das ist einer meiner größten, wie sagt man, Triggerpunkte halt. Ich erzähle einfach nochmal die Story aus dem Stream. Vielleicht kommt sie dir auch bekannt vor, als ich in der Jugendherberge gearbeitet habe und da in der Küche war. Ich hier ganz entspannt Podcast gehört nebenher. Weißt du, lasst mich alle in Ruhe. Ich spüle hier meine scheiß Teller. Alles cool. Wirklich Tellerwäscher. Ich warte noch auf den Millionärspart, aber Tellerwäscher war ich schon mal. Und stehe dann so da und da gab es halt einen so einen Typen, der da irgendwie schon ein paar Jahre war, aber relativ jung, vielleicht so 30 oder so. Und dann kommt der da in den Keller runtergesprungen,
rennt da rein, Alter, schmeißt im Laufen, grabt da so eine Schüssel weg vom Tisch, mit der anderen Hand im Rennen rechts noch den Löffel gegriffen. Da oben ist eine Laktoseintoleranz. Intolerant, die hat mir das nicht gesagt. Wir müssen jetzt ganz schnell ein veganes Essen hier zusammenbereiten ohne Milch. Und fängt da an, Alter. Und ich denke mir, ey, fuck you, lass die doch einfach eine Minute auf ihr scheiß Essen warten, wenn die das auch noch selber nicht angegeben hat, wenn es quasi nicht mal unser Fehler ist. Alter, wenn man das da so ernst nimmt. Stimmt. Ich war so getriggert in dem Moment. Ich dachte, ey, willst du mich verarschen? Ich muss hier weg. Und dann habe ich mich feuern lassen. Also ich durfte halt nicht kündigen innerhalb der ersten Monate, was übelst dumm war. Und deswegen habe ich auf Arbeit geschlafen. Mhm. Egal. Aber also sowas, ey, sowas geht mir so auf den Sack. Wenn die Leute halt erst recht, keine Ahnung, fuck, Alter, wenn Donald Trump seine Arbeit übelst ernst nimmt, okay, ja, so. Von mir aus, da hängt viel dran. Aber dieser scheiß Spacko in der Küche bei der Jugendherberge, Alter. Fuck off, dann wartet die halt auf ihr scheiß Essen. Die wird nicht verhungern in den nächsten 5 Minuten. Rennt ja in die Küche. Das kenne ich auch aus der Gastro, als ich noch neben dem Abi gejobbt habe in Küchen. Da gab es ganz viele von denen, die dachten, die wären jetzt die wichtigsten Menschen der Welt und müssten jetzt ganz, ganz schnell sofort irgendwie springen und müssen den Kunden alles in den Arsch schieben, gefühlt. Ja. Boah, jetzt habe ich in Rage geredet. Ich glaube, das ist das Schlimmste, was ich kenne. Es geht doch schlimmer, glaube ich. Ich glaube, dass einfach viele Probleme des Menschen auch daher rühren, dass er sich selbst einfach zu ernst nimmt. Mhm. So. Wir sind in der Galaxie, im Universum sind wir so ein kleiner Drecksfurz, ja. Und die Leute, Alter, ich brauche jetzt hier meine neue Gucci-Tasche, damit ich irgendwie gut nach außen wirke. Ich muss mein Image verkaufen. Boah, ich kotze. Ich kotze. Ich überlege gerade, ob ich da was anknüpfen kann. Genau, Veganismus-Sprüche beim Essen. Wenn ich einfach nur in Ruhe mein Tofu-Schnitzel essen will oder mein Tofu-Schnitzel oder mein Brokkoli-Auflauf und da kommt irgendwie jemand von wegen, ja, das könnte ich ja nicht. Diesen Satz höre ich so oft, ich könnte das ja nicht. Oh, Respekt an dich. Und frisst dann sein Schwein auf, weißt du. Das will ich überhaupt nicht wissen, ist mir doch scheißegal. Wenn du es könntest, würdest du es ja machen wahrscheinlich, keine Ahnung. Oh, oder soll ich da noch ein bisschen Gras drauf machen oder so, oder keine Ahnung. Sag in Zukunft vielleicht, Einsicht ist der beste Weg zur Besserung oder sowas. Einfach so ein Kessen One-Liner. Keine Ahnung. Und dann heißt es immer, dass Veganer ja immer einen erzählen würden, dass sie Veganer sind. Im Gegenteil, ich halte meine Schnauze beim Essen. Ich auch bei Familienfeiern immer. Ich esse halt dann, alle essen irgendwie Chili con Carne. Ich esse halt, weiß ich nicht, Chili sin Carne zum Beispiel, ja. Und dann so, ach, du hast wohl extra Topf gemacht. Extra Wurst. Ja, genau, das auch, ja, extra Wurst. Lol. Ich habe gestern Rasen gemäht, wenn du noch Hunger hast und so. Solche Sprüche halt, ständig. Super witzig. Dann fragen die mich aus und ja, kriegst du deine Nährstoffe und ich könnte das nicht und wie machst du das damit und so und ich will auch mein Essen essen so. Ja, kann ich relaten. Ständig. Mein Opa damals, sein größter Gag, willst du Eisbein? Ja, ja, genau. Jeden Tag. Ja, Tino auch, Schnitzel. Jeden Tag, wenn ich da zu Besuch war. Ja. Ich kann es ihm verzeihen, weil er sonst echt ein okayer Typ war, aber alter Schwede. Hätte er wenigstens mal was anderes gesagt, aber nein, es war immer das Eisbein. Ja, ach so. Bei mir war es immer variabel, je nachdem, was es gerade gab. Na, Bratwurst, nee. Brezel, Tino auch. Ach nee, Entschuldigung. Dumm, einfach dumm. Das ist dumm. Aber das meine ich halt mit diesem, ich würde nicht sagen, dass der dumm war. So, das war eigentlich auch ein relativ cleverer Mensch, so wie ich ihn wahrgenommen habe, aber er hat sich in dem Moment dumm verhalten. Der hat halt dieses Weltbild sein Leben lang, es war Nachkriegszeit und so, wenn Fleisch auf dem Tisch war, das ist ein Zeichen von Wohlstand, das ist was Gutes, du bist halt in dieser Denke groß geworden, jahrzehntelang hast du das so gelebt und jetzt kommt einer und sagt, Fleisch finde ich nicht so geil, ich esse lieber vegetarisch, passt schon. So, ja. Das passt dann halt nicht in das Weltbild rein, wenn du da nicht ein bisschen flexibel bist. Und ich glaube nicht, dass das 1:1 Dummheit ist, sondern halt irgendwie endstürmig. Es ist in dem Moment dummes Verhalten, finde ich zumindest. Ja, okay. Dumme Menschen gibt es vielleicht nicht. Ja, okay, Tino, mein Opa ist dumm. Danke. Nein, also dumm verhalten. Dein Opa, kenne ich gar nicht, ne, egal. Ja, der ist tot, Fun Fact. So. Dann ist er schon dumm. Das dann, war halt dann ist er kein auch noch eine Sache, kann ich auch nochmal anknüpfen. Habe ich nicht unbedingt gehatet, sondern habe ich so instant gemerkt, holy shit, Alter, mach das ja niemals. Ich war 2013 in Berlin, das erste Mal bei Giga. Eine Woche lang hatten die uns da eingenistet und mein Vater hat angerufen und hat gesagt, ich habe eine sehr traurige Nachricht.
So, und mein erster Gedanke war, ach du Scheiße, meine Mutter ist tot. Oh. Weil mein Vater halt anruft, so. Ja. Und dann, Opa ist tot, so. Ach und so. Dann, ja, eben. Papa. Und dann war ich erleichtert, ja, dass mein Opa gestorben ist. Was halt übelst mies ist, Alter. Und deswegen mach das so, ja, niemals. Mach das so nicht. Hm. Hatte ich mal in der Schule, dass mein Sitznachbar hieß Toni. Mhm. Und zwar halt schon immer so ein Gag, Tino und Toni nebeneinander so. Witzig. Und ja, das war witzig. Aber eines Tages kam er so irgendwie nach der Pause so rein, ach Tino, deine Oma ist tot. Sie haben es gerade mir gesagt, weil sie dachten, dass Toni gemeint ist. Und ich so, oh mein Gott, fuck, Alter. Und er sagt, nee, nur Spaß. Witzig. Das fand ich überhaupt nicht witzig. Oh, ja. Deine Oma ist tot, nee, Spaß. Aber also, wie lange hat er es wirken lassen? Ja, schon so eine Minute, weil ich dachte, wow, okay, wo muss ich jetzt hingehen so und fuck, ich hab doch kein Telefon zu der Zeit, kein Handy, es war in der 6. Klasse oder so. Hm. Und ich sage, oh fuck, Alter, wir hatten das gerade gesagt, ja, unten hier Frau Dingsbums von der Sekretariat und so. Scheiße, hat er mich noch in den Arm genommen und so, dann so. Aber es ist netter als das, was mein Vater da gemacht hat, finde ich. Weil du hast dann wahrscheinlich gedacht, oh, ich gehe mal wieder meine Oma besuchen, ich freue mich. Der hat eh bei uns gewohnt, die Oma. Ach so. Die wollen nicht weiter. Die habe ich eh gesehen, jeden Tag. Hm, ja. Okay, ist schon nicht nett, aber also nur mal Disclaimer für alle, die zuhören, bringt so nicht jemandem bei, dass jemand tot ist. Und was ich auch noch hasse, ist Lachen in Sitcoms. Das eingespielte Lachen. Diese künstliche Lachen, ja. Das ist wirklich schlecht. Ich glaube, das ist auch mittlerweile überholt. Ich glaube wirklich, das gibt's nicht mit mehr. The Big Bang Theory ist dieses Format vielleicht einfach ein bisschen gestorben jetzt. Ja. Hoffe ich auch ein bisschen, aber ich denke auch, es ist so. Wenn du drauf achtest, bei Two and a Half Men zum Beispiel, alle 10 Sekunden so ein Lacher. Hm. Und wenn es dir auffällt, dann nervt es dich. Ja. Ich kann die Serie nicht mehr gucken, tun haben. Vor allem ist es halt so, ich bin dann auch so ein bockiger Typ. Wahrscheinlich bin ich da nicht wie die Mehrheit, weil sonst würde es ja nicht funktionieren oder hätte es nicht funktioniert. Aber jedes Mal, wenn das so eingeblendet wird, denke ich mir, na, jetzt lache ich erst recht nicht. Ja. Wenn ihr denkt, an der Stelle soll ich jetzt also lachen. Das könnt ihr euch aber schön in die Haare schmieren. Jetzt erst recht nicht. Hm. Ja, so einer bin ich dann eher. Du lachst immer zwischendurch dann, wenn nicht gelacht wird. Ja, wenn es unwitzig ist, doch. Deine Oma ist tot. Ja, die letzte richtig große Sache, die ich mir aufgeschrieben habe, ist, es ist eigentlich so ein ganzer Komplex, ja. Ich habe aufgeschrieben mit dem Wecker aufstehen, aber da hängt dieses ganze Ding dran, was ich vorhin auch schon geteased habe. Ich weiß nicht, ich habe halt immer schon eine sehr lockere, laissez-faire Erziehung genossen. Mhm. Es war wirklich, also ich durfte überall hin quasi, ich durfte auch lange wach bleiben. Manchmal beim Zocken wurde ich etwas eingeschränkt, so, aber sonst durfte ich im Grunde machen, was ich wollte. Und ich denke mal, dass sich daraus entwickelt hat, dass ich so, also wahrscheinlich hat da jeder nicht so Bock drauf, aber ich habe das Gefühl, dass es für mich ganz besonders schlimm ist, irgendwie an einem Ort zwangsweise zu sein. Ob es jetzt die Schule ist, an dem ich dann von 8 bis 14 irgendwie sein muss, fest, oder ob es halt eine Arbeit ist. Das ist halt, das ist so, das fühlt sich so wirklich an im tiefsten Inneren von mir. Mhm. Fühle ich mich dann da gefangen. Ich habe dann die Schulzeit immer so genutzt, dass ich halt dann mit Absicht nicht Schule gemacht habe, sondern halt dann irgendwas geschrieben habe oder gemalt habe, weißt du, wie man das halt so macht, um irgendwie das Gefühl zu haben, dass ich hier trotzdem gerade frei entscheide, was ich tue. Ja, so ein bisschen. Aber dieses an einem Ort gefangen sein, von Zeitraum A bis Zeitraum B, oh, das ist so urhart in mir drin irgendwie. Da würde ich dir empfehlen, nicht straffällig zu werden. Das ist ein sehr guter Tipp. Den habe ich bestimmt mein Leben lang schon immer befolgt. Nee, aber an dieser Stelle vielleicht dann auch nochmal ein großes Danke an all die Leute, die mir das gerade ermöglichen tatsächlich, dass ich halt das mache, was ich mache. Mhm. Auch wenn es natürlich super ungewiss ist, wie das überhaupt ausgeht. So, dann nehme ich das gerne in Kauf. Aber also, holy shit. Du glaubst gar nicht, wie oft ich diese Frage höre von Freunden von mir, die dich gar nicht persönlich kennen, aber ja. Du machst doch mit Robin den Podcast, ne? Sag ich, ja. Wovon lebt denn der eigentlich? Was macht denn der? Ja, das frage ich mir auch manchmal. Er macht Twitch und YouTube so. Ja, und hat er noch einen Nebenjob? Sag ich, nein, hat er nicht. Hm. Ah, krass, wie macht denn der das? Wie will er sich das vorstellen, wenn er mal alt ist? Da habe ich gesagt, ja, keine Ahnung. Also bis dahin haben wir eh alle keine Rente mehr, da ist ja alles zusammengebrochen. Nee, aber danke wollte ich übrigens sagen nochmal herausgestellt. Aber ich habe halt, glaube in Kombination das große Glück, dass ich super genügsam bin. Ich meine, wir trinken hier Wasser, ja. Ich trinke einfach nur Wasser, mehr oder weniger.
Das ist mir völlig recht. Ich brauche keinen Luxus, ich brauche keine Gucci-Tasche. Schade eigentlich. Ich meine, guck den Stuhl an, auf dem ich sitze. Vielleicht ist das nicht so gut. Mein Rücken macht Probleme. Das soll ein Stuhl sein. Ja. Und das Einzige, was ich mir halt so mal hole, ist, und selbst da trickse ich halt rum, jetzt mein Skateboard zum Beispiel, das habe ich mir auch hier durch so einen Deal erschlichen, dass ich da ein Video zu mache. Und das ist so das Einzige, wo ich halt mal irgendwie... Und dann auch nur super billig, Alter. Ein Brett normalerweise kostet halt irgendwie 60 bis 70 Euro. Einfach nur das Holz. Hm. Ja. So. Und ich kaufe mir das halt für 21 und mir bricht zum Glück halt auch nie eins, weil ich halt so federleicht bin und so elegant. Das heißt, ich habe da auch fast keine Ausgaben im Vergleich zu anderen Skatern. Und das ist wirklich das Einzige, was ich mir tatsächlich irgendwie als Luxus hole. Und ich komme damit halt klar. So. Deswegen brauche ich nicht viel Geld. Aber trotzdem, danke Leute, dass ihr mir das ermöglicht, dass ich auch meine Miete zahlen kann. Alleine, Alter, was ich an Krankenkasse, Krankenkasse muss ich ja zahlen. Ne? Das blendet mir privat aus. Ne? Nee, also es ist nicht privat, das heißt... Selbstständig. Ja, ich will es jetzt nicht falsch sagen, es heißt halt irgendwie anders, aber es ist nicht privat, es ist freiwillig selbstversichert oder irgendwie sowas. Ah, ja. Hm. Du musst ja versichert sein in Deutschland, so. Genau. Und du musst freiwillig versichert sein. Ja, aber also ich sag mal, ich habe ja so auch ein paar Medical Conditions, wo es ganz gut ist, dass ich so eine Krankenkasse habe. Ja. Und nicht irgendwie, und selbst wenn ich das jetzt ein Jahr nicht zahlen würde, müsste ich das ja irgendwie im Nachhinein nachzahlen. Genau. Das ist alles ein bisschen... Egal. Ich wollte einfach nur mal Danke sagen. Danke, liebe Leute. Auch Greywolf, danke fürs Kaufen dieser tollen Folge. Aber das ist wirklich die Sache, die kann ich gar nicht ab. Und deswegen auch Wecker aufstehen. Ah, ja. Ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht. Vielleicht ist es doch ein bisschen in der Biologie des Menschen drin, weil man hat ja zum Beispiel früher sich vom Hahn wecken lassen. So. Irgendwie ist das vielleicht doch so ein aber bisschen auch nicht drin. Immer. Das ist ja auch ja so ein Bauernhof-Ding, Dorf-Ding. Richtig, ja, aber keine Ahnung. Die Höhlenmenschen, die hatten keinen Wecker und keinen Ja, die Sonne halt, Hahn. Ne? Aber keine Ahnung, die haben vielleicht auch Mittagsschlaf in der Sonne gemacht. Also ich würde mal davon ausgehen, dass es nicht in unserer DNA irgendwie einprogrammiert ist, dass wir mit einem Weckergeräusch aufwachen. Eigentlich nicht. Also dass wir es halt drin haben, wenn wir Gefahr hören, dass wir aufwachen, auf jeden Fall. Hm. Aber diese Gefahr künstlich herzustellen, das auf Dauer, das ist doch nicht geil, oder? So. Ist es auch nicht. Also auch jeden Morgen überlege ich mir so, irgendwie muss ich heute aufstehen, was sind die Konsequenzen? Hm. Ich verliere meinen Job, scheiße. So. Dann stehe ich halt auf, aber es ist scheiße, nach Plan aufstehen zu müssen. Ja, aber also in Folge dessen, dass ich hier Danke sage, will ich vielleicht auch im selben Atemzug nochmal irgendwie... Auch mal nicht Danke sagen, nee. Auch mal Respekt aussprechen an die Leute, die das halt gut können, auf jeden Fall. Und die halt auch super wichtige Arbeit dann machen. Also es kann ja nicht jeder einfach nur rumchillen, so. Das würde auch nicht passieren, wenn wir bedingungsloses Grundeinkommen haben. Die Leute würden freiwillige Arbeit machen, das ist ganz klar. Aber... Es gibt ja einfach so wichtige Sachen, ob das Altenpflege ist oder Kindergärtner oder sowas oder alles im Krankenhaus, haben wir ja jetzt alles gesehen. Selbst hier Leute, die an der Kasse sitzen, ne? Corona und so, haben wir ja gesehen, die sind jetzt auch nicht so unwichtig. Und da auf jeden Fall erstmal fetten Respekt raus an die Leute, dass sie das Tag für Tag machen. Sehr, sehr sweet. Aber es ist doch okay, wenn halt jemand für ein bisschen Entertainment sorgt. So. Ja, braucht man ja auch zu Corona-Zeit. Haben wir ja gesehen, ohne Netflix und so wäre ja... Auf jeden. Oder ohne, so, also zu wirklich, gelangweilt. Jetzt ohne Spaß, das haben mir tatsächlich ein paar Leute gesagt, so ohne Livestreaming hätten die sich zu Hause richtig einsam gefühlt. Also wenn du alleine einen Film guckst, ist es ja was anderes, als wenn du alleine einem Livestream zuguckst, wo du gerade auch interagieren kannst, dann fühlst du dich gleich weniger einsam. Auch. So. Ja. Also tatsächlich... Haben mir das ein paar Leute gesagt, so. Aber man muss ja auch in der Verhältnismäßigkeit, weil ich habe dann immer so ein bisschen schlechtes Gewissen. Ich mache ja hier nur so Albernheiten im Internet und werde dafür bezahlt. Aber wenn man das ins Verhältnis setzt, so ein fucking Dwayne The Rock Johnson, der bestverdienste Schauspieler der fucking Welt, der macht halt irgendwie, wie viele Filme hat er jetzt insgesamt gemacht? Große Filme, vielleicht irgendwie 10 oder so? So richtig große? Kann sein. Klar, die stehen zwar für die Ewigkeit, aber im Endeffekt guckst du die anderthalb Stunden und dann ist vorbei. Hm. So, das ist halt sein Lebenswerk und dafür kriegt er zig Millionen Euro. Ich gönne ihm das auch. Soll er haben, scheint auch ein echt cooler Typ zu sein. Ja, das alles dahingestellt, darum geht's gar nicht. Aber die Verhältnismäßigkeit, ja, oder Avatar, ja, James Camerons Avatar, was das eingespielt hat. Ja. Du setzt dich dahin, guckst es 2 Stunden, machst es vielleicht in 2 Jahren wieder.
Und für diese 2 Stunden Entertainment-Faktor hängt da so ein Milliardending dran, Alter. Es ist auch ein Riesenhaufen Arbeit, ne? So ein Film natürlich, zu kreieren. Natürlich, auf jeden Fall. Und auch so viel Risiko auch. Ich sag nur, das Endprodukt halt. Ja. So. Ich will jetzt auch meine Streams nicht zu krass hochhypen, ja. Aber, weißt du, 2 Stunden Stream, das ist halt bei mir die Hälfte von dem, was ich an einem Mittwoch mache. Und vielleicht unterhält das auch, ja. Und man muss nicht unbedingt jetzt hier so einen riesen Avatar haben, wo... Es ist eher ein Ausgleich. Also ich gucke ja auch nicht jeden Abend nur Wrestling, sondern ich sag mir, heute habe ich mal Bock auf Livestream von Robin. Morgen gucke ich mal irgendwie ein Two and a Half Men. Ich bin ja auch Filmfan. Ich will das jetzt gar nicht runterreden oder so. Ich gucke mir sehr gerne Filme an, ja. Ich kenne mich da ja auch aus. Ich bin ja... So, aber... Ich sag nur, in der Verhältnismäßigkeit rechtfertige ich mir das für mich selbst, dass ich mich vielleicht nicht ganz so schlecht fühlen muss, wenn ich irgendwo auch Leute unterhalte oder in Corona-Zeiten, weißt du, dass die sich freuen, ach, da ist einer live, der lenkt mich ab von meiner Social. Die dich bezahlen, so dass ja Abonnenten und so weiter und Follower und Patreonis und so weiter, solange brauchst du keine Sorgen machen, glaube ich. Ja, es geht auch weniger um Sorgen machen. Es ging jetzt wirklich mehr darum, dass ich irgendwie so ein bisschen schlechtes Gewissen habe. Hab ich das denn verdient? Das hast du, ja. Schlechtes Gewissen. Und das darf ich auch haben. Nee, das hast du. Ach so, hassen, du hast es. Ja, hassen würde ich nicht sagen, aber es ist schon ein bisschen, ja. Es ist halt auch so, wenn dann eine Spende reinkommt, ja, im Stream, ist halt mein erster Impuls so eher so Richtung, oh, okay, kacken oder fuck off oder so, statt, oh, danke, hey, oh, super toll. Sondern wäre ich erst so, oh, fuck, Alter, wie kann ich denn das jetzt wieder gut machen? So, so dieses Gefühl schwingt da irgendwie mit. Ah, verstehe ich, ja. Oh, aber natürlich bin ich da auch dankbar für, aber der erste Impuls ist erstmal so, oh, ja, fuck off, Alter. Lob kann einen voll nerven. Ich kenne das so von irgendwelchen Filmproduktionen, wenn ich irgendwie am ersten Drehtag bin, dann heißt es irgendwie, ja, Tino, cool, dass wir dich bekommen haben, so, bist ein guter Schauspieler und so, und mit dir kann man arbeiten. Ich dachte, fuck, jetzt muss ich auch noch liefern. Jetzt muss ich mich auch noch anstrengen, ja, nein! Das kann auch einen unter Druck setzen, also ich kenne das Gefühl. I see. Habe jetzt nicht ständig, aber es kam schon ein paar Mal vor. Ja. Und ich hasse YouTube-Werbung. Das ist der Hass. Zum Glück kann man die nicht wegblocken. Ja, das kann man, aber das mache ich nicht. Auf dem Handy habe ich auf jeden Fall auch keinen also ich habe auch auf dem Browser keinen Adblocker, auf dem Handy erst recht nicht. Und wer sich überlegt hat, 2 Werbungen hintereinander zu machen, der gehört in die Hölle, Alter. Es nervt so immens, weil du willst nur ganz kurz dir noch zum Frühstück ein Video angucken, bevor du zur Arbeit musst oder so. Ja. Dann musst du dir so 3 oder 2 Videoblogs angucken, so irgendwelche komischen Sachen, die dich überhaupt gar nicht interessieren. Ja. Und vor echt fast, manchmal habe ich Phasen, wo es vor jedem Video ist, so. Manchmal habe ich auch gar keine Werbung, das überrascht mich dann so ein bisschen, aber ich weiß nicht, mich nervt das tierisch. Werbung ist so eine Pest geworden. Oder auch dieses DSGVO-Ding. Wenn du auf Webseiten gehst, musst du erstmal so irgendwas ausfüllen, irgendwie alles speichern. 500 Cookies, ja. Genau, und das musst du erstmal alles individuell wegmachen. Es gibt dann so coole Seiten, die dann schon so Auswahl haben, alle ablehnen. Die liebe ich, diese Seiten. Aber oder ich hasse die. Nur die Essentials quasi anmachen. Genau, so, und ich hasse die dann stehen haben, irgendwie. Entweder alles oder erstmal noch einstellen. Ja. Das ist doch zum Kotzen. Richtig. Und Werbung sowieso. Das mit der Werbung, das knüpft auch an bei dem, was ich sage, wenn ich irgendwie ein YouTube-Video gucke, auf dem Weg zum Einkaufen oder so, und da läuft Werbung und dann kannst du die halt nicht skippen, weil das Handy ist halt zugeklappt in der Tasche und du hörst es so. Richtig schlimm. Und auch mittendrin in dem Video irgendwie. Ja. Das holt dich so raus aus dem Thema. Das ist furchtbar deswegen anstrengend. Deswegen sage ich, Leute, falls es das noch nicht gibt, ich gebe jetzt hier, ich habe halt immer die Millionenideen. Ich will die Millionen nicht, ist okay. Ich liefere nur den Content. Macht eine App, die über alles drüber liegt, ja, so. Gibt es ja wahrscheinlich schon irgendwie, es gibt ja hier Hey Google, bla bla und laberst rein. Aber die zum Beispiel Skip macht, ja, dass man auch den Skip-Knopf von der Werbung auf YouTube drücken kann, wenn das Handy in der Tasche ist. Ja. Das ist geil. Oder automatisch skippen die Werbung. Oder das, ja, das macht es vielleicht noch leichter. Ja. Aber vielleicht kann man dieses Spracherkennungsding halt noch in mehreren Bereichen nutzen. Nicht nur in dem. War jetzt mein erster Impuls. Ich denke mir jedes Mal, wenn das passiert, ich schweiß mein Handy an die Wand. Aber vielleicht wird es ja auch einfach Skip tun. Kann man bestimmt einstellen irgendwie. Mit Spracherkennung oder so. Für, nee, nicht Gehörlose, für Blinde vielleicht. Ja. Ja, aber sonst, jetzt habe ich mich gut leer gehatet, glaube ich. Ja. Die Stunde ist gut rum. Ja. Oder fällt dir noch was ein, was wirklich gar nicht geht?
Wir haben jetzt, AfD. Ich wollte es gerade sagen. Ich hasse die AfD. Und alles, was damit zu tun hat. Ich hasse alle Politiker. Ich hasse das Parteiprogramm, die Plakate. Ich hasse, dass sie existieren, dass sie ihre Meinung sagen dürfen. Aber, hasse ich. Aber die NPD ist okay. Die sind wenigstens zu den Deutschen sozial. Die sind wenigstens ehrlich, weißt du? Weil die AfD ist zu allen scheiße, außer zu Reichen. Hm. Aber die NPD ist wenigstens zu den Deutschen gut. Okay. Also, ich will die NPD auch nicht wählen und auch nicht unterstützen. Es bleiben scheiß Rassisten und Nazis. Aber die würde ich eher wählen als die AfD. Meine Meinung. Okay, dann daran anknüpfen vielleicht noch. Ich würde nicht sagen, dass ich Donald Trump hasse. Aber langsam reicht es mir. Langsam reicht es mir wirklich. Also der Entertainment-Faktor ist aufgebraucht. Es ist wirklich jeden Tag eine neue Scheiße. Ich will jetzt den nächsten Podcast nicht spoilen. Aber alter Schwede, ey, ich kann es nicht mehr. Also langsam muss er weg. Wenn die nächsten 4 Jahre kommen, aus ich hasse nicht Grund. Ihn als Person, ich hasse ihn in dem Amt. Ja, dass er auf in jeden Fall. Amt ist. Und dass dieser ganze Kult drumherum, der völlig blind ist für alles, der alles irgendwie rechtfertigt. Der neueste Stunt, dass er aus dem Krankenhaus rausgeht, obwohl er noch mitten im Krankheitsverlauf drin ist, demonstrativ seine Maske abnimmt und so. Ich würde ihn, vielleicht gern haben, wäre er noch so ein Fernsehtyp, weißt du? Ja, der war ja furchtbar unterhaltsam, weißt du? Da konnte er auch keinem wirklich schaden. Aber jetzt als Präsident ist er einfach untragbar. Ja. Überraschung. So, haben wir es auch geschafft, Trump in diesen Podcast reinzuholen. Greywolf, danke, danke, danke für deinen Support, für diesen Wunsch. Ich hoffe, wir wurden dieser Sache gerecht. Jetzt kannst du oder natürlich die anderen Zuhörer gerne nochmal einen kleinen Exkurs in die Kommentare machen. Ja. Und da reinschreiben, was zur Hölle geht euch so richtig auf den Sack. Und ihr könnt auch gerne einen Podcast buchen. Ja. Vielleicht, was wir auch lieben, wir beide, oder was wir mittelmäßig finden. Das wäre ja richtig romantisch. Ein mittelmäßiger Podcast wäre auch geil, was wir mittelmäßig finden, was uns egal ist. Ja, zum Beispiel. Warte, da gibt es auch so ein geiles Nickelback Subreddit. Nickelback zum Beispiel. Nickelback, ist nee. Mir egal. Nee, Nickelback finde ich nicht gut. Schade. Da kommen wir nicht auf den grünen Zweig. Aber es gibt irgendwie ein Subreddit, ich weiß gerade leider nicht, wie es heißt. Oh, meine Lunge, Alter. Heute ist wieder schlimm. Das macht, ich weiß nicht, irgend so ein Geräusch oder so. Hm, oder so, oder hm. Irgend so ein sowas, glaube ich. Huh. Und das sind halt einfach nur so Bilder, wo du denkst, hm. Also nicht besonders krass, nicht besonders unspektakulär, aber so, hm. Aber ein Hm-Wert. Ja, so ein Mittelmaß-Podcast, ja. Ja, zum Beispiel. Nur als Anregung, was ihr euch buchen könnt. Ja. Teilen, liken, subscriben, sharen, followen, streamen. Exakt. Alles. Vielen Dank, liebe Leute, fürs Zuhören. Ja. Wir hören uns das nächste Mal. Wir sehen uns heute Abend im Stream, hoffentlich, wenn das pünktlich zum Mittwoch kommt. Mittwochenende it is. Tino streamt jetzt immer am Dienstag, habe ich gehört. Genau. Das ist heute. Eigentlich, also heute mein, also wir nehmen heute am Dienstag auf, aber heute streamen wir wahrscheinlich nicht, weil der Vince ist krank und wir sind auch woanders heute auf dem Dorf quasi und wir wissen nicht, wie der Empfang da ist. Wir schauen noch. Aber sonst jeden Dienstag 19.30 Uhr auf Tino Ranachinau. Ranachinau. Schwer. Diese scheiß Dörfer, ne? Oh, wenn die Musik nicht so laut wäre, würde ich jetzt noch über Dörfer abraten. Oh, ich hasse Musik. Dörfler, oh, Musik ist auch ganz schön. Alter, diese Leute, die in ihrer Kindheit in ihrer Jugend hängen geblieben sind und so Schreimusik hören. Ne? Das ist besonders. Nee, nicht besonders. Ja. Ah!